Herzlich willkommen zum Übersichtsvideo des Wareneingangs in Wabi Profi 3. Sie können in Wabi Profi 3 natürlich Artikel verbuchen, die Sie letztendlich dann über sogenannte Modalitäten, Bar, IC, Rechnung, Lieferschein, Angebote, Bestellungen verkaufen. Damit Sie etwas verkaufen können, müssen Sie natürlich die Ware einpflegen. Das Einpflegen der Ware erfolgt über einen sogenannten Warenzugang. Der Warenzugang kann in Wabi Profi 3 auf zwei verschiedenen Wegen getätigt werden. Einmal direkt aus dem Artikelstamm, indem Sie sagen, ich lege einen neuen Datensatz an. Oder Sie sagen, nein, ich verwende über Anwendungen Artikel Bestandszugang Schnellwareneingang. Wenn Sie diese Funktion verwenden, ohne dass Sie den Artikelstamm geöffnet haben, setzt Wabi Profi 3 voraus, damit die Artikel, die Sie ihm jetzt geben, oder wo Sie sagen, da habe ich etwas bekommen, auch bereits im Artikelstamm vorhanden sind. Als Beispiel, wir haben jetzt noch keinen Artikel im Artikelstamm drin. Wenn ich jetzt einen ERN einscanne, sagt er mir, hey, ich habe den ERN nicht gefunden. Ja klar, weil den gibt es ja noch nicht. Oder ich sage als Katalognummer, das ist die Nachbestellnummer beim Lieferanten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Beispiel, sagt er, habe ich auch nicht. Okay, also das heißt, Sie haben hier an dieser Stelle tatsächlich nur einen Warenzugang. Im Artikelstamm jedoch, wenn Sie das gleiche ausführen, und jetzt sagen wir neu, jetzt kommt dieses Fensterchen und jetzt können wir hergehen und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben eine Katalognummer, die unter Umständen von einem Lieferanten ist, den wir noch nicht haben. Na, sagen wir einfach mal hier, so RM Collection. Und jetzt hat er die Katalognummer hier eingetragen. Jetzt können wir die Bezeichnung eintragen. Testartikel 1. Ja, machen wir es halt so. Und das haben wir gesagt, RM Collection, der kostet beispielsweise 10 Euro und den verkaufen wir für 20 Euro. Okay, jetzt können wir die Ware eingeben. Geben natürlich, da gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein, geben hier die Zugangsmenge ein, zum Beispiel 10. Die Verpackungseinheit können wir eingeben. An der Stelle können wir natürlich auch sagen, wir können unsere Verpackungseinheiten selbst definieren. Hier, dass ich sage, Einheit 123 zum Beispiel. Jetzt sichere ich mir das. Jetzt habe ich nun der Auswahl sofort Einheit 123 drin. An der Stelle möchte ich vielleicht anmerken, dass es sehr, sehr komfortabel ist, wenn Sie einen Warenzugang verbuchen und Sie sagen, ach, ich habe vergessen, einen Lieferant anzulegen. Ja, dann machen Sie es halt. Hier haben Sie die Konfigurationsbuttons. Da können Sie draufklicken. Ich sage, ein neuer Lieferant, was weiß ich, Kundennummer 12345 ist unser Musterlieferant 500. Lassen wir alles so stehen, das speichern wir ab, gehen raus und können nun den Musterlieferanten 500 auswählen, beziehungsweise ist dann schon vorselektiert. Okay, Einkaufspreis, gehen wir vielleicht trotzdem ein, ist klar. Einkaufssteuersatz, Mehrwertsteuersatz im Einkauf. Warum? Sie können ja auch Blumen im Ausland kaufen, wo Sie zum Beispiel 0% haben oder Sie importieren selber Ware aus China, dann haben Sie auch 0% im Einkauf. Aber der Verkaufspreis ist natürlich mehrwertsteuerlastig und zwar den Mehrwertsteuersatz, den Sie hier angeben. Pfand ist klar. Bestand, wie gesagt, ist die Menge, die Sie zum Zeitpunkt der Anlage gerade bekommen. Okay. Mindestbestand ist wichtig für Nachbestellungen. Da können Sie sagen, ich will immer zwei da haben. Meine Einheit ist Stück. Okay. Meine Verpackungseinheit sind immer zwei Stück. Das heißt, wenn Sie beim Lieferanten anrufen und sagen, ich will 5 VEs, dann kriegen Sie 10 Stück geliefert. Okay? Okay, und was wollen Sie immer maximal da haben? 12. Okay, und dann können Sie das Gewicht eingeben, zum Beispiel 500 Gramm. Wenn die Ware bereits über einen ERN-Code verfügt, dann geben Sie den bitte ein. Ich scanne jetzt einfach mal ein. Okay? Und jetzt sollten Sie natürlich auch Ihre Ware, die Warengruppe zuordnen, indem Sie sagen, okay, ich habe eine Warengruppe, die jetzt vielleicht gerade noch nicht da ist, dann legen Sie sich halt einfach eine an. Als kleiner Tipp, die Gruppennummer, genauso wie im Artikelstamm die Artikelnummer, lassen Sie einfach leer. Wabi Profi 3 schaut Ihnen auf die Finger und sagt, der Benutzer hat etwas vergessen, also kümmere ich mich drum. Das sind einfach Informationen. Im Artikelstamm, die Artikelnummer ist eine Information. Wenn mal der Scanner kaputt ist, dann könnten Sie diese kurze Nummer von der Hand eingeben. Und die Gruppennummer ist halt einfach eine Warengruppennummer. Okay, die Bezeichnung ist eine Testgruppe. Egal, die einen Standard-Mehrwertsteuersatz von 19% hat. Diese Warengruppe ist rabattfähig, also machen wir das Häkchen raus.
und wir wollen die Warengruppe in der Touchscreen-Kasse eventuell anzeigen. Wir speichern das. Ja. Okay. Wollen wir. So, und jetzt haben wir hier unsere Testgruppe und jetzt sind wir im Prinzip schon fertig. Wir können hier noch einen Lagerplatz definieren. Eine Lagerführung ist klar. Das heißt, soll bei einem Abgang, also Lieferscheinrechnung, Verkauf, Barverkauf, EC-Verkauf, soll die abgegebene Menge vom Bestand reduziert werden? Ja, nein. Soll der Artikel ausgeblendet werden, wenn er den Nullbestand erreicht hat? Wavi Profi 3 unterstützt die digitale Aufbewahrungspflicht. Das bedeutet, die Daten bleiben minimum 10 Jahre im System erhalten. Nur, damit die Liste nicht endlos lang wird, weil irgendwann auf 10 Jahren haben sie vielleicht ein paar hunderttausend Artikel drin, wenn es dumm läuft, dann könnte sagen, blend mir einfach die Artikel, bei denen ich keinen Bestand mehr habe und für die ich auch nicht mehr nachbestelle, einfach aus. Das ist die Selbstlöschung. Jugendschutz ist klar, beim Verkauf wird abgefragt, ob der Artikel oder ob der Gegenüber schon alt genug ist. Webshop-Artikel können Sie dann exportieren in die dementsprechende Webshop-Datei. Hier bestimmen Sie, ob der Artikel ein Etikett benötigt, ja oder nein, und ob der Artikel teilbar ist. Das heißt, ist es möglich, 0,5 Stück davon zu verkaufen. Ja, und das war es im Prinzip schon. Saison, Größe, Farbe, Länge ist relativ selbsterklärend. Sie haben überall dahinter ein Menü oder neue Eingabemasken, wo Sie Ihre Definitionen, also Saisonen, Größe, Länge, Farbe selber definieren können und dann letztendlich auch über die Comboboxen zuweisen können. So, das ist jetzt so das Grobe von der Anlage eines Artikels. Und jetzt sage ich hier speichern, Datensatz speichern, ja. Jetzt haben wir den Testartikel drin. Und als Beweis, damit es funktioniert hat, machen wir einen Rechtsklick und sagen Gegenüberstellung. In der Gegenüberstellung sehen wir, dass wir hier am 19.02. 10 Stück als Wareneingang verbuchen konnten. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, habe ich mich vertan? Egal wie, muss ich irgendwie ändern? Geht so nicht einfach. Eine Bestandsreduzierung nach unten geht nicht so einfach, geht nur über die Verschrottung. Warum ist es so? Es ist keine Schikane für Sie als lieber Benutzer, sondern für unser Finanzamt, dass die sagt, okay, dass die reproduzieren können, wie hat sich der Artikel denn verhalten? Das heißt, wann ist was gekommen, wie viel wurde abgeschrieben, was wurde verkauft und wie wurde es verkauft? Und somit habe ich einen Ist- und also einen Soll- und einen Ist-Bestand, der im Idealfall natürlich übereinstimmt, wenn Sie Ihren Wareneingang pflegen. So, ich habe jetzt einfach mal zwei weitere Artikel angelegt, um Ihnen eine weitere Situation nahezubringen, die unter Umständen vorkommen kann. Wenn wir uns mal den Artikel 2 und 3 betrachten, ist Folgendes passiert. Die Katalognummer M2255 ist hier drin und hier auch. Okay, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen einen neuen Artikel anlegen, und das ist auch das Schöne, weil Wavi Profi 3 kann auch einen elektronischen Lieferschein, also sprich eine Datei, einlesen, in der die Katalognummer und die Bezeichnung, der Preis und so weiter drinsteht. Dazu muss natürlich die Eindeutigkeit von Artikeln gegeben sein. In unserem Beispiel wollen wir genau diese Situation reproduzieren, 2255, die in der Praxis auftreten kann. Sollten Sie einen Artikel haben, bei dem Duplikate vorkommen, wie in unserem Beispiel die Katalognummer, warum auch immer, dann zeigt Ihnen Wavi Profi 3 an, hey, lieber Benutzer, das, was du mir gegeben hast, ist zwar schön, aber ich kann es nicht eindeutig zuordnen, weil ich habe zwei Artikel, die genau diese Katalognummer tragen, die du eingibst, lieber Benutzer. So, also jetzt haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ach ja, das ist der Musterartikel 3. Jetzt können Sie sagen, hier ausgewählten Artikel übernehmen. Wenn Sie abbrechen klicken, dann wird ein neuer Artikel angelegt und sagt er, ja, die ist keiner von denen, der bereits da ist, lege ich hier einen neuen an. Dann können wir hier auf Ja gehen. Dann würde Folgendes passieren, dass die Katalognummer eingetragen wird, er sofort in den Neumodus springt und wir nun unsere Daten eingeben können. Wollen wir jetzt nicht speichern. Wenn wir hingegen dieses Beispiel jetzt aufgreifen, dass wir sagen, das ist der zweite Artikel, den will ich haben, ja, dann stellt er sich auf den zweiten Artikel und wir sehen es hier unten in den Informationsfeldern, dass jetzt die Artikelnummer 2 ist, die Katalognummer und so weiter. Und jetzt können wir nun hier einen Zugang verbuchen, zum Beispiel von 3. Enter gedrückt und fertig. In der Gegenüberstellung sehen wir nun, dass wir hier, dass wir hier für diesen Artikel nun 8 in der Zugangsmenge haben. Das heißt, eingegangen sind 8, Soll- und Ist-Bestand sind 8 und tatsächlicher Bestand ist auch 8. Somit haben wir keine Differenz. Also das ist der Wareneingang. Ach ja, wir können jetzt vielleicht noch eins machen. Den Wareneingang von außerhalb, Anwendungen, Artikel, Bestandszugang, Schnellwareneingang. Und wenn wir jetzt über den Artikel drüber scannen, welcher war jetzt das? Probieren wir einfach mal den.
Ah, jetzt war die Katalognummer klar, weil wir haben eine EAN eingescannt, auch nicht schlecht. Okay. Wenn jetzt der Artikel da ist, haben Sie jetzt die Möglichkeit, einfach drüber zu scannen, Einkaufspreis, Verkaufspreis eventuell zu kontrollieren und die Eingangsmenge einzutragen. Ja? Somit haben Sie nun für den Artikel 2, wie in unserem Beispiel, können Sie ganz, ganz schnell, ohne den Artikelstamm offen zu halten, hier 10 Stück verbuchen in der Zugangsmenge. Das schauen wir uns natürlich jetzt abschließend auch an. Etiketten wollen wir jetzt nicht drucken. Somit sollten wir nun in der Gegenüberstellung, vorhin hatten wir 8 im Wareneingang da, jetzt haben wir 10 zugebucht, also 18. Okay, das war der Wareneingang. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr verständlich und ich hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen. Bis dann.